Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sandwinkel. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Runde Dark Souls 2. Ah, hier. Na, wo bin ich denn hier gelandet? Ich muss erstmal meine Seelen holen. Das ist erstmal Priorität. 4000 Seelen, das hört sich nicht viel an, aber es ist viel. Für den Moment, für diese Stufe. Wie kommt man denn an dieses blöde Item? Da ist sogar eine Nachricht, also muss man ja da hier irgendwie hinkommen. Bloß wie? So, jetzt geht's erstmal hier los. Sauer. Zack. Oh, das war nix. Okay. Das ist wieder Köterschädel. Ja, was sonst? Ach, das war der Aufzug, ne? Ja. Frage ich mich gerade. Hier oben muss ich gar nicht hin, oder? Nee. Hier liegen meine Seelen, mein Gutster. So, und jetzt kann ich da runtergehen. Und nochmal durch diese Tür, diese Geheimwand gehen. Das ist das blöde Ding. Wie kommt man da hin? Komisch, komisch. Okay. Naja. So und so. Und so. Oh ja, ich muss springen. Ich liebe das Springen. Toll. Und da? Oh, da liegt auch noch was. Ohne irgendeinen Feind in der Nähe? Das ist aber ganz verdächtig für Dark Souls, ehrlich gesagt. Ich hol's mir einfach. Festigende Knochenring. Und jetzt hier? Wo bin ich hier? Nee, das lasse ich erstmal. Ich will noch das Item haben da hinten. Das war verrückt. Festigender Knochenring. Schauen wir mal schauen, was das kann, der Ring. Da ist er. Verlangsamt den Zerfall von Ausrüstung. Oh, auch nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Kann ich da irgendwas entbehren im Moment? Nee. Ring der Klingen. Ja, nix. Ja, da muss ich halt mich regelmäßig ans Leuchtfeuer setzen. Wie war denn das? Hier war das, ne? Jetzt kommt wieder der Springkönig. Ja, der beste Springer hier überhaupt. Hopp! Nachricht lesen. Geschafft. Ja, freue ich mich. Fackel. 3 Stück und Flammenschmetterling. Ja, Fackeln sind auch ganz wichtig. Das ist nämlich auch ein wichtiges Gut. So, jetzt kommt es wieder zurück. Ja, super. Danke. Das Zurückspringen kommt ja auch noch. Scheiße. Ich habe so viel Anlauf hier. Puh, ich bin echt schreckhaft. Ich dachte, ich schaffe das nicht. So, jetzt kann ich da hingehen. Und dann hier. Und hier. Und dann gehe ich hier rein. So, wo bin ich hier? Okay. Ja gut, prima, da war ich schon. Ja, das ist das blöde, verkackte Item, wo ich nicht krieg. Wenn es einer weiß, wie man da rankommt, der kann es in die Kommentare reinschreiben. Würde ich mich freuen.
Ach, das ist ganz oben, das Kettengeklimper, ne? Ich mach mal das Ding hier auf. Ja! Aha, du hast vorhin gekleppert bestimmt, ne? So, mein Freund. Komm mal zu Papi. Ein Item. Ein Lebenssteiner. Acht Lebenssteiner. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann ich brauchen. Okay. Gab's da oben? Ah ja, gut, da oben gab's noch was, ne? Ja, ich weiß auch was. Diese blöde Statue, die mir das Leuchtfeuer da versaut. Wo kriege ich denn so abgekackten Dings her? Oh, 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 oh. Hab ich vergessen. Komm schnell weg hier. Hab ich doch gesehen. Heidenei. Ja, beruhig dich mal wieder. Nehme ich gleich mal so ein Steinchen da. Wie kriege ich denn die weg, die Kollegen? Wow, habe ich aber Dusel gehabt. Dass ich so viel Lebensenergie habe. Ich habe einen tollen Bogen. Hat auch genug Reichweite. Ja, sieht's aus. Könnt ihr mal stehen bleiben, bitte? Viel zu hoch. Zu niedrig. Oh, das gibt's doch nicht. Wieso bleiben denn die nicht stehen? Okay. Schon mal gut, dass der mich nicht trifft so. Da bin ich ganz beruhigt. Aber vielleicht treffe ich ihn. Na? Nein, nicht. Jawohl. Ah! Es bewegt er sich wieder. Nach jedem Schuss bewegt er sich. Wieso jetzt? Oh ja, genau. Also bin ich ja morgen früh noch beschäftigt. Wie trifft er jetzt nicht? Hey. Das darf ja wohl nicht wahr sein, oder? Bleib doch mal stehen hier. Wenn ich so rumfaxen würde, dann würde ich wäre das alles erledigt. Na komm, bleib stehen. Ich weiß, du willst es doch auch. Ich weiß es ganz genau. Bleib stehen. Du willst es doch auch. Ah, Mann! Ey, der hätte aber treffen müssen, oder? Jetzt bewegt er sich schon wieder. Ich weiß nicht, was hinter dem Nebeltor ist. Vielleicht ist da ein Boss, wenn ich da gleich vorstürme, aber die schießen doch sofort. Ich weiß gar nicht, warum ich diesmal so langsam bin. Oh, der schießt. Trifft er mich? Nee. Ich meine, ich bin der Meinung, dass ich mich vorher schneller rollen konnte. Nee, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube es nur. Kann man den anziehen? Ja, ich ziehe mal den. Habe ich nichts für einen Bogen. Aber jetzt bin ich dann schneller wenigstens wieder. Oh ja, jetzt treffe ich da. Super. Wieso treffe ich den nicht? ...35 Schaden ist ja wirklich Hölle Schaden wieder. 50 Schaden, ey, Mann. Ich treffe wieder. Hau ruck. Ey, was halten denn die aus, ey? Das ist ja nicht normal. Ich bin von 3 Treffern wahrscheinlich tot. Ah, es hat es doch lang noch. Nein!
nein, nicht bewegen. Ich glaube, wenn ich die geschafft habe, dann mache ich vor dem Nebel einen Cut. Oder? Oh. Kannst du nicht stehen bleiben wie der andere auch und einfach schießen? So wie ich? Genau so. Einfach stehen bleiben. Komm, dann nehme ich halt dich. Du schießt doch so schön. Einfach weiterschießen. Das ist gut so. Nicht so viel bewegen, genau. So, jetzt bist du dran, schießen. Ey, du sollst stehen bleiben. Schieß doch einfach auf mich. Oh, das gibt's doch gar nicht. So, Leute. Sechs, oder? Ich mache einfach... Ja, dann mache ich halt weiter. Und dann schneide ich das Ding wieder. Wenn ich weitermache, dann kann ich auch hier vorrennen. Blöder Affe hier, echt. Okay, das heißt... bin ich bereit? Bereit. 7000 zählen. Oh, cool, kein Boss. Hui. So, wo bin ich hier? Da unten habe ich schon einen stehen sehen. Jetzt bist du erstmal du da oben dran, Kollege. Nicht Kreis drücken, X drücken. Mensch. Ein Leuchtfeuer, super. Was ist das? Was ist das? Oh Gott. Da fliegt ein Drache durch die Gegend. Oh, jetzt bin ich aber erschrocken. Erstmal Feuer anmachen, schnell. Kommt der wieder zurück? Hat er sich irgendwas geholt? Nee, wenn ich jetzt... Ah, das ist ja blöd, wenn ich jetzt raste, sind ja die wieder da, oder? Was ist das? Lebenstein, ist gut. Wo ist denn der? Der Herr Drache. Alter Schwede. Ich frage mich echt, wie kommt hier oben jemand hin und schreibt eine Nachricht? Wie geht denn das? Und hier auch. Echt seltsam. So, und hier? Trio voraus. Ja, das weiß ich. Es waren noch die drei da. Und da unten war auch noch jemand. Oh, da liegt ja was. Vorsicht. Vorsichtig. Ich hasse das, wenn das so blöd am... Ja, große Seele. Ich brauche was Anständiges. Nicht so ein Mist. Ehrlich gesagt. So ein Pharao-Stein da, so ein Dingensbums. Der schießt trotzdem. Dem kümmert es gar nicht, ob er da abgeschossen wird oder nicht. Ja komm, hör mal auf, du triffst mich sowieso nicht. Oh, wie schnell der schießt mit der Armbrust. Oh, jetzt trifft er mich. Au, 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 au. Nein, doch nicht. Okay. Jetzt, ach komm, jetzt sei nicht so. Versteck dich nicht. Oh ja, super. Was ist denn du?
Ich glaub's nicht, oder? Ey, das gibt's doch nicht. So. Schön war's. Verstehen du das wie schöne Aussicht oder so? Ja, war klar. Oh. Holla, die Waldfee, da ist noch so einer. Schließen. Kann ich den einloggen vielleicht? Ich will mit Magie wegbeamen. Na? Natürlich nicht. Beam. Oh, da braucht mehr. Nein, nee, hör auf mit deiner Armbrust. Wieso braucht er so viel? Ja, gut, die sind gepanzert. Das sind ja ganz andere wie diese Knallfrösche da, die ich da vorhin gehabt habe. Okay. Da ist auch noch einer. Nee, 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 mein Freund. So nicht. Ja, der lange Schwert hier. Da ist was gedroppt. Ein Lebensstein. Das nehme ich an, ist ein Aufzug. 42. Oh, da liegt ein Item. Cool. Einfach drauf fallen lassen, oder? Na? Na? Ah, ist das Timing richtig? Und? Hopp. Oh, war noch ein bisschen zu hoch. Ein Blutung... 5 Blutungsmesser. Na, super. Das hat sich rentiert. Ja. Da nehme ich gleich mal nochmal Lebensstein. Tausend Seelen. Das ist eine ganze Menge. Hier ist es ziemlich dunkel. Und er ist sein Gefäß. Und Wasser. Ist das ein Nebeltor dahinter oder was ist das? Ja. Das ist ein Nebeltor. Das heißt, da ist ein Boss. Aber ich höre was schnaufen. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Aufnahme hört. Im Kopfhörer höre ich da was. Oh, weia. Was ist denn das wieder für ein Gerät? Oh, leck mich. Schaut euch mal die Gestalten an da. Aber komm nicht. Ja, oder doch? Scheiße, der kommt rein. Wow, 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 wow. Ach, das ist ja wohl... mein 29 Schaden. Hui, hui, hui. Ja, ich bin Jesa. Ah, das ist ein komisches Gerät da. Da mache ich 29 Schaden, möchte ich gar nicht wissen, was ich mit meinem mit meiner Klinge da mache. Vielleicht lege ich mir da noch die Wurfmesser darunter. Feuerbomben hätte ich auch noch. Ich könnte mich eigentlich wieder menschlich machen, ne? Ja, werde ich auch machen. Da sind sie. So. Inventar. Ich habe ja 17. Benutzen. Und ja.
reingedrückt, das Dingens. Ja, schick. Jetzt könnte ich Hilfe gebrauchen. Und ich finde keine Hilfe. Bin ich schon zu hoch mit meiner Stufe? Ich muss herunter. Es führt hier kein Weg dran vorbei. Aber ich werde es aber erstmal ein bisschen anders machen. Oh, da ist ein Zeichen. Rufe ich mal ein Phantom? Ja, supi. NPC. Ah, er wird gleich mal umgehauen, das Vieh da. So machst du nix. Oh, richtig Schaden, hey. Oh, mich hat's auch noch erwischt. Alter Schwede. Oh je, ich versaufe ja fast, hey. Oh, da ist ein Item. Das will ich mir natürlich holen, nicht wahr? Edler Knochenstaub. Geh wieder aus dem Weg da. Oh, da ist auch noch ein Item. Und so ein Schwanz wieder. Ist auch so ein Vieh hier. Wow, wow. Schnell weg, 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 weg. Oh, holla, die Waldfee, da kommt noch so ein Vieh. Alter, mach ich Schaden, hä? Alter Schwede, guck mal hin. Oh, tot. Aber sehr geholfen. Dieser NPC. Er hat ja mal richtig fett Alarm gemacht. So, jetzt kann ich mir das Item nämlich holen. Ich hoffe, es ist was Anständiges. Etwas, das ich brauchen kann. Sind noch mehr? Oh nee. Ich höre noch von diesen Kettendingern da welche. Oh je, so ein Mist. Brauche ich nicht. Ehrlich gesagt. Da. Hier. Nein! Boah, die ganze Kondition weg. Oh, die sind wohl einen Tacken stärker. Nichts mehr mit One-Hit. Wieso? Nehme ich mal die Keule, vielleicht die One-Hitted.
Okay, da geht's die Treppe rauf. Dann nehme ich die Treppe doch mal. Oh oh. Findest den Weg nicht? Jetzt aber. Da hockt auch noch so einer rum. Eieiei. Vor den Dingen habe ich echt Respekt. Ja. Hört da Wasser? Läuft da noch einer im Wasser rum? Sind da zwei drin? Hä? Wo ist denn das? Ich höre doch da was. Ja, das war klar. Das war so klar. Und da unten sind die Zellen offen. Da weiß ich schon, was das bedeutet. Ist leer. Gibt es da nicht irgendwie eine geheime Wand? Nein. Na gut. Nun gut. Da ist was drin. Ja, verschlossen. Super. Mach auf die Tore, Mensch. Da unten ist ein Schalter. Aber da ist auch noch eine Tür. Verschlossen. Na klar. Dann werde ich halt Schritt für Schritt mich da langsam nach vorne begeben. Oh, da. Upsala. Boing. Wieso treffe ich den nicht da? Soll das? Ey, ich fasse es nicht, oder? Wieso trifft man die nicht? Wieso explodiert der zweimal nacheinander? Oder habe ich da was... Ah, scheiße, hey, echt. Jetzt wache ich da auf, kann ich den ganzen Drecksweg nochmal machen, weil ich nirgends so ein blödes Leuchtfeuer gesehen habe. Auch diese... Oh, ich mache hier einen Cut. Es sind 55 Minuten, da gibt es einen 20... Oh ja, super, ja genau. Das habe ich noch gebraucht jetzt. Richtig. Verdammt nochmal. Das kann ich nicht einloggen jetzt. Schießt du jetzt da? Peng, peng. Peng, peng. So, jetzt bist du dran. Nein!
So, jetzt bist du dran, du Vogel. Ja. König Schwertkämpferhelm. Das Blöde ist, dass ich nicht weiß, ob meine Waffen ganz sind oder nicht. Okay, ich weiß eins, dass ich mich jetzt hier hinsetzen werde und einen Cut machen werde. Das sind sie zwar wieder da, die Vögel da, aber ich hoffe, die schießen nicht auf mich, wenn ich das jetzt am Leuchtfeuer. Ich probiere es einfach mal. Nein, die lauern da. Okay. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal zu Dark Souls 2. Hier war Sunpinkhole. Tschüss, bye bye, winke winke. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.